Gute Nacht, mein Kind. Schlaf gut und träum was Schönes. Gute Nacht, Papa. Rudolf geht in sein Labor im Keller und geht seiner Arbeit als Leichnamplozierer nach. Eine saftige Leber. Er merkt nicht, dass ihm seine kleine Tochter Lilly dabei zusieht. Ah, die neue Lieferung. Pünktlich wie immer. Kommt rein, Jungs. Bringt sie in den Keller. Zur gleichen Zeit nebenan, in der Irrenanstalt. Hallo? Ist hier jemand? Ich bin Cindy vom Hessischen Rundfunk. Herr Zaschel, Sie haben Besuch. Ja, hallo erstmal. Ich bin Herr Zaschel, der Psychologe hier. Soll sie ein bisschen rumführen? Ich hätte gern einen Ihrer Patienten gesprochen. Ich soll sie interviewen. So, das ist Larrys Zelle. Ich lasse euch beide mal ein bisschen allein. Guten Tag, Larry. Ich bin Cindy vom Hessischen Rundfunk und soll eine Reportage über das, Irrenhaus halten. Und ich würde mich freuen, wenn Sie mir ein paar Fragen beantworten würden. Legen Sie los. Erzählen Sie auch einmal etwas über sich. Weshalb sind Sie denn hier? Zu privat. Okay. Dann erzählen Sie vielleicht etwas über das Leben hier. Es wird immer weniger. Nach Clotilde bin ich an der Reihe. Ja. Danke für diese überaus informative Antwort, aber ich glaube, jetzt werde ich weitere Leute interviewen. Also Clotilde dann? Auf Wiedersehen, Larry. Auf Wiedersehen. Falls. Und, war das Interview ein Erfolg? Ja, ich habe interessante Sachen über das Leben ihrer Insassen erfahren. Käme denn noch jemand in Frage? Wir hätten dann noch Clotilde im Angebot. Besichtigen wir doch mal Clotilde. Gut, folgen Sie mir. Die Zelle liegt ein wenig abseits, also abgeschieden von der Außenwelt. Unsere Clotilde leidet unter Verfolgungswahn. Wegen dieser einen Sache. Okay, dann lassen Sie uns jetzt bitte alleine. Ich komme schon zurecht. So, Clotilde, erzähl mir doch etwas von dir. Wieso bist du denn hier? Ich habe meine gesamte Familie ermordet. Aber bald sind wir wieder vereint. Für immer. Was soll das denn jetzt heißen? Wenn du das wüsstest, Journalistin. Also wechseln wir mal das Thema. Also... Meine Tochter war ein liebes Mädchen. Ich habe sie in der Badewanne ertränkt. Bitte, ich will das nicht wissen. Mein Mann, der war ganz versessen. Der hat sich heftig gewehrt, aber ich war stärker. Armer Rüdiger. Er ist mein guter Ehemann gewesen. Und mein Hund, den habe ich... Halt endlich den Mund! Ich stelle hier die Fragen. Verstanden? Wenn du meinst. Hier passieren ganz merkwürdige Dinge. In der Nacht. Sie denken, dass ich schlafe. Aber das tue ich nicht. Sie schleppen sie ab. Alle nacheinander. Sie schreien! Doch man erwischt sie trotzdem. Sie können nicht entkommen. Niemand kann das. Bald bin ich an der Reihe. Ich habe Angst. Angst vor dem Leichenobduzierer. Aber bald... Bald sind wir wieder vereint. Für immer! Gibt es Probleme mit Clotilde? Ihr scheint es stark zuzusetzen, dass neulich, ihre Mitbewohnerin verstorben ist. Wir bedauern das alles sehr, Clotilde. Aber ich glaube, die junge Frau hier möchte jetzt gehen. Oh ja, liebend gern. Auf ein baldiges Wiedersehen. Liebes Tagebuch, heute habe ich im Rahmen eines Projektes die Irrenanstalt von Gelnhausen besucht. Das war sehr gruselig. Die eine, Clotilde hieß sie. Sie macht komische Andeutungen. Von wegen, Leute werden verschleppt und sie hat kurz den Leichenobduzierer erwähnt. Wahrscheinlich meinte sie diesen Rudolf. Ich habe große Angst. Aber ich muss herausfinden, was es damit auf sich hat, schon allein, um mein Gewissen zu beruhigen. Bis morgen, liebes Tagebuch. Deine Cindy. Zu Hause beim Leichenobduzierer Rudolf. Ein Gespräch zwischen Vater und Tochter. Papa,
du Linda gesehen? Linda, wer ist das? Papa, das ist doch die Puppe, die du mir zum Geburtstag geschenkt hast. Wie? Ach so, ja. Such doch mal in deinem Zimmer. Aber da habe ich doch schon die ganze Zeit gesucht. Das interessiert mich jetzt nicht. Ich muss arbeiten. Suche alleine. Aber, du gehst jetzt alleine suchen. Als Lilly endlich weg ist, geht Rudolf zurück ins Labor, um seiner Arbeit nachzugehen. Schon wieder eine neue Lieferung. Ich gehe mal aufmachen. Guten Tag, wer sind Sie? Guten Tag, ich bin Cindy vom Hessischen Rundfunk. Ich mache eine Umfrage über die Berufe aus der Nachbarschaft. Kommen Sie doch rein ins Esszimmer. Also, fangen wir mal an. Womit betätigen Sie sich denn beruflich? Ich obduziere Leichen. Okay, das ist ja mal interessant. Was gefällt Ihnen denn an Ihrem Beruf? Ich arbeite gerne als Chirurg. Ich habe im Krankenhaus gearbeitet. Jetzt bin ich selbstständig, weil Leichen mich interessieren. Wo befindet sich denn Ihr Arbeitsplatz? In meinem Keller. Oh, Scheiße. Wollen Sie denn einen Tee? Aber natürlich. Rudolf geht in die Küche. Im Keller? Im Haus? Ich glaube, ich sollte jetzt schnell verschwinden. Cindy versucht unauffällig, an der Küche vorbeizuschleichen, aber es gelingt ihr nicht. Bleiben Sie stehen! Cindy versucht zu fliehen, aber Rudolf ist so dicht auf den Fersen. Oh nein, Cindy, du rennst einen Stockwerk zu tief. Da ist eine Tür. Als Cindy das Licht anmacht, sieht sie eine Leiche auf der Liege. Sie kann nicht widerstehen und macht den Leichensack auf. Das Messer steckte in ihrem Rücken und Blut quoll aus der Wunde. Was ist das denn für ein Geruch? Die Flammen schossen geradewegs auf ihn zu. Voller Freude stand Lilly vor dem Haus und schaut auf die hohen Flammen. In diesem Moment legte jemand von hinten die Hand auf die Schulter. Sie drehte sich um und blickte strahlend in Herrn Saschels Gesicht. Jetzt sind sie alle vereint.